wieder Fitnessfreunde, ich bin Oskar und in diesem Video geht es um die Frage, was braucht man für den Muskelaufbau bzw. was ist der wichtigste Faktor für den Muskelaufbau? Und klar, der Muskelaufbau setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Die müssen alle passen, damit man Muskeln aufbauen kann, aber ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen und ich habe mir den wichtigsten Faktor ausgesucht, denn wenn der erfüllt ist, beziehungsweise der kann nur erfüllt sein, wenn alle anderen Faktoren auch erfüllt sind. Und hier geht es um das Progressive Overload, auf Deutsch progressives Überladen oder auch genannt, ihr müsst euch beim Training steigern. Die Gewichte müssen irgendwann höher gehen, denn wenn ihr immer nur beim 10 Kilo Schrägbankdrücken seid, oder wenn ihr immer nur bei 20 Kilo Bankdrücken seid, oder bei 30 Kilo Latzug, oder wenn ihr immer nur 40 Kilo Kreuzheben macht, glaubt ihr, ihr werdet Muskeln aufbauen? Klar, bis zu einem gewissen Punkt schon. Aber wenn ihr das Gewicht nicht erhöht, dann werdet ihr auch weiter keine Muskeln aufbauen. Denn wieso sollte euer Körper Muskeln aufbauen, wenn er keine richtige Herausforderung hat? Also ist das Wichtigste für den Muskelaufbau, dass ihr euch konstant beim Training steigert. Nicht bei jedem Training, aber wenn ihr mal ein Jahr zurückschaut und ein Jahr nach vorne, muss die Steigerung schon deutlich sichtbar sein. Nur dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr Muskeln aufgebaut habt. Und was ich damit sagen wollte, natürlich braucht ihr auch noch andere Dinge wie Ernährung, Regeneration und so weiter. Aber ihr könnt die erste Bedingung nur dann erfüllen, ihr könnt euch nur beim Training steigern, wenn ihr einen Kalorienüberschuss habt, wenn ihr euch gesund ernährt, wenn ihr die richtige Makronährstoffverteilung habt, wenn ihr auf eure Regeneration achtet, also immer genügend Schlaf, immer genügend Pause zwischen jedem Muskel, jetzt auf die Tage bezogen, genügend Regenerationstage, den Muskel lassen, keine Drogen nehmen, kein Alkohol, nicht rauchen, damit der Muskel sich ebenfalls regenerieren kann und nicht damit beschäftigt ist, das Gift abzubauen, dann werdet ihr euch nur steigern können, wenn ihr regelmäßig trainiert, also alle 3 bis 4 Tage einen Muskel trainieren. Und alle diese Faktoren können nur erfüllt werden, wenn man sich beim Training steigert. Ja, wenn ihr wisst, ich habe mich nicht gesteigert, dann war irgendwas mit der Ernährung nicht richtig, mit der Regeneration nicht richtig, mit der Trainingshäufigkeit nicht richtig. Dann habt ihr da irgendwo einen Fehler gemacht und müsst schauen, was habe ich erfüllt und was nicht. Müsst das dann ändern, damit ihr beim Training wieder Erfolge seht. Und wenn ihr beim Training wieder Erfolge seht, sprich, ihr macht mehr Gewicht in einer gewissen Zeitspanne, dann wisst ihr, dass ihr Muskeln aufgebaut habt und somit ist der Indikator das Gewicht beim Training, nicht das, was die anderen machen, sondern dass dein Gewicht, was du mal gemacht hast und wo du jetzt bist, das ist der einzige Indikator, um herauszufinden, ob du Muskelmasse aufgebaut hast. Und deswegen schreibt euch auf, wie viel Gewichte ihr benutzt beim Training und achtet darauf, dass sie mehr werden. Und dann wisst ihr, dass ihr hundertprozentig Muskelmasse aufgebaut habt, denn die hättet ihr nicht aufgebaut, wenn die Ernährung, die Regeneration, die Trainingshäufigkeit, Trainingsfrequenz, wenn irgendwas davon nicht gestimmt hätte, dann hättet ihr die Erfolge nicht erzielt, die ihr jetzt erzielt habt. Vielen Dank beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.